Ja, der gewohnte fliegende Wechsel von den Damen zu den Herren, die einzige Konstante, Richard Brause, der Sportdirektor. Wir begrüßen das Trainerteam mit Jörg Roskopf und Lars Hielscher, Dang Chu, Dimitri Ovtcharov, Patrick Franziska, Benedikt Duda und Timo Boll. Wir machen direkt mit den Fragen weiter. Den Theorieteil hatten wir mit den Damen schon abgehandelt. Richard, das klang gerade schon so ein bisschen an mit Korea. Korea hatte zwar noch nie eine WM, das ist jetzt die erste, war aber schon noch zu der Korean Open. Das erste WTT-Turnier wird aber erst Ende März in Korea ausgetragen. Auch das ist dann ein Novum mit einem Champions-Turnier. Kannst du einschätzen, vielleicht auch aus der Vergangenheit mit den Korea Open, wie stark die Südkoreaner bei ihren Heimspielen sind, was uns da auch emotional zu erwarten also hat? Tatsächlich schwer einzuordnen, aber wie ich erwarte schon viele Zuschauer. Und ich erwarte, dass tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass es so eine ganz lange Tradition im Tischtennis mit Korea insgesamt gab, ist, glaube, das ist auch erlaubt hier im Gesamtkontext Südkorea. Nordkorea ist ja wirklich eine ganz, ganz, ganz lange Tischtennis-Tradition und auch viele, viele Top-Spielerinnen und Spieler, Kim Tae-so, Ri Seo-min, Oh Sang-eun, wie sie alle heißen. Und ich bin ganz sicher, dass da der Funke auch auf die Zuschauer überspringen wird. Weiß es aber wirklich von den Zuschauerzahlen nicht. Ich weiß, ich kenne die Vorverkaufszahlen nicht, aber ich bin sicher, dass da eben ein sehr begeisterungsfähiges Publikum uns erwarten wird. Die nächste Frage geht dann an den Bundestrainer Jörg Roskopf. Wie ist es um die Ziele deiner Mannschaft bestellt, jetzt wo ihr in Bestbesetzung antreten werdet bei dieser WM? Ja, wie bei allen anderen Turnieren auch, wo wir teilnehmen dürfen. Wir spielen um Titel und wollen auch das Maximum erreichen. Erster Linie, klar, Olympia-Qualifikation, das bedeutet Viertelfinale. Aber mit der Truppe, die so viele Titel errungen hat, die so oft um Medaillen und um ganz, ganz große Ziele gespielt hat, ist auch bei uns im Trainerteam und in der Mannschaft ganz klar das Ziel, dass wir eine Medaille holen wollen. Jetzt geht die nächste Frage, deshalb habe ich euch so schön hingesetzt, an Lars, damit einmal das Mikrofon ganz wandern muss. In der Zwischenzeit stelle ich schon mal die Frage. Lars, in welcher Form ist denn unser WM-Quintett im Moment 9 Tage vor dem ersten Aufschlag in Busan? Sind eigentlich alle in recht guter Form. Also wir hatten ja von ein paar Monaten während der EM das Problem, dass sehr, sehr viele Turniere waren und die Spieler ein bisschen Training den Spielern gefehlt hat. Der Januar war jetzt auch wieder intensiv mit Turnieren, aber man hat an den Ergebnissen gesehen, Dang hat sehr gut gespielt, Timo zuletzt sehr, sehr gute Ergebnisse auch gespielt. Also unsere Mannschaft ist jetzt durch ein paar Trainingsphasen im Dezember und damals während der EM in guter Form. Du hast Malmö gerade erwähnt, da warst du der alleinverantwortliche Bundestrainer, hast mit der Mannschaft ohne Dimitri, Dang und Patrick hast es bis ins Finale geschafft. Was hast du aus dieser Verantwortung damals mitgenommen, was vielleicht auch auf heute noch ausstrahlt? Ja, ich hatte mich erstmal gefreut, dass Rossi, der Vorschlag kam von Rossi. Es war eben, wie ich gesagt habe, diese doppelte Überlegung, auch mir mal diese Verantwortung zu geben, aber auch eine intensive Trainingszeit hier in Düsseldorf, die Rossi dann geleitet hat mit den anderen Spielern, die in Malmö nicht dabei waren. Und ich habe mich gefreut, dass diese Verantwortung ja Rossi und auch Ritchie, die das gemeinsam entschieden haben, mir zugetraut haben. Und es ist auch gut gelaufen, das Turnier. Es hat mir viel Spaß gemacht, diese veränderte Rolle als Chef. Und ja, es hat mir auch Selbstvertrauen gegeben, dass ich eben gesehen habe, auch die Rolle kann ich gut ausfüllen. Hat Spaß gemacht, auch weil wir erfolgreich waren natürlich, das gehört immer dazu. Ja, also das hat mir viel Spaß gemacht und auch gutes Selbstvertrauen gegeben. Dann spielen wir jetzt mal den Falkenberg zu Ende mit dem Mikrofon, das geht nämlich an Dang. Die nächste Frage, frisch gebackener Spieler des Jahres, herzlichen Glückwunsch nochmal von dieser Stelle. Danke. Weltklasse. Wer hat bei den Damen gewonnen? Ninja. Nina und Annette Nachwuchs. Jungs, schade für euch. Bei den WTT-Finals hast du das Jahr 2024 als Dritter begonnen. Bei wie viel Prozent deiner Lieblingsform, beliebte Journalistenfrage, wie viel Prozent deiner Lieblingsform bist du denn aktuell? Ich glaube,
die Bestform kann man eh nie so vom Training aus beurteilen. Ich glaube, das muss man immer dann im Wettkampf sehen. Ich habe jetzt gute Ergebnisse gehabt im Januar, hatte aber auch Ergebnisse, mit denen ich nicht so zufrieden war. Dementsprechend kann ich schon mit viel Selbstvertrauen in die WM gehen, weiß aber auch, dass ich an vielen Sachen noch arbeiten muss und will auf gar keinen Fall sagen, dass ich schon in Bestform bin. Ich hoffe, die kann ich mir noch in den nächsten Tagen ein bisschen dazu holen. Die Prozente, die ich noch brauche, auf jeden Fall. Und ich glaube, einfach wichtig, nach so einem langen, intensiven Wettkampfmonat im Januar, für mich kriege ich extrem viele Eindrücke, was gut, was auch nicht so gut lief. Und ich glaube, an den Sachen kann man halt gut arbeiten und dann mit in den nächsten Wettkampf bringen, um dann vielleicht Sachen hoffentlich besser zu machen. In Chengdu warst du zusammen mit Benne, der Führungsspieler. Am Ende habt ihr WM Silber gewonnen. Wie groß ist jetzt der Druck, den ihr euch selbst macht, wo ihr in Bestbesetzung antretet? Ja, das in Chengdu, ich glaube, das haben wir alle nicht so richtig erwartet, dass wir bis ins Finale gekommen sind, dann auch Silber gewonnen haben. Ich meine, da war jedes Spiel hart umkämpft. Wir haben viele Spiele 3-2 gewonnen nach Rückstand und auch in der Gruppe waren wir eigentlich schon irgendwie halb draußen alles, aber haben uns da super zurückgekämpft. Es war auch einer der anstrengendsten Turniere, die ich je gespielt habe. Aber ja, ich glaube, mit der Mannschaft brauchen wir uns vor keiner anderen Mannschaft verstecken. Ich glaube, mit so einer Besetzung, ich weiß nicht, ob Deutschland jemals so eine starke Mannschaft von allen 5 Spielern mitgenommen hat, auch von der Weltranglistenposition und alles. Und ich glaube aber auch, dass die Konkurrenz extrem stark ist. Die ist auch nochmal, auch im europäischen Bereich, nochmal extrem stark geworden. Aber wie schon gesagt, ich glaube, wenn wir unser Bestes geben und auch unser Bestes spielen können, dann spielen wir sicher weit vorne mit. Dima, gucken wir mal auf die Vorrunde. Ihr seid an Position 2 hinter China gesetzt und trefft auf England, die USA, Kasachstan und Saudi-Arabien. Wie schätzt du eure 4 Konkurrenten in der Vorrunde ein? Also England ist ja, glaube ich, auf 2 gesetzt bei uns in der Gruppe. Mit Pitchford haben die einen Spieler, der am guten Tag schon wahrscheinlich jeden auf dieser Welt geschlagen hat, inklusive Malong, Suk Sin und Co. Das heißt, da müssen wir auf ihn aufpassen und auch Paul Trinkhol und Javres sind 2 Spieler, die viel Risiko haben in ihrem Spiel und ich schätze ich auf jeden Fall als unseren härtesten Konkurrenten ein in der Gruppe. Ansonsten Kasachstan, der Kirill Gerasimenko hat in letzter Zeit gut gespielt, hat das FIDE gewonnen in Amerika, hat unseren FIDE-Star, den Steffen, auch dort geschlagen. Das heißt, er ist sicherlich ganz gut drauf und die anderen Spieler, muss ich ehrlicherweise sagen, sind mir mehr oder weniger unbekannt. Da werden wir vor Ort, vor den Spielen dann mit dem Trainerteam und mit unserem Videoanalysten sicherlich da noch die eine oder andere Besprechung und Analyse machen, damit wir auch da gut vorbereitet sind. Jeder Spieler, der bei der WM teilnimmt, ein gutes Niveau hat. Es ist das Olympiajahr, das große Ziel von jedem von euch. 6 Monate noch bis Paris. Wie fokussiert bist du als Mr. Olympia jetzt auf die WM? Ja, man spürt natürlich seit ein paar Monaten oder wahrscheinlich so circa 12 Monate, bevor Olympia losgeht, da merkt man, okay, jetzt zählen die Ergebnisse für die Setzung, fürs Dabeisein. Und das geht auch nicht nur von einem selber aus, sondern das spürt man wirklich von allen möglichen Spielern, allen möglichen Ländern, dass die Nervosität und der Fokus beides zunimmt und auch die Begeisterung dort dabei zu sein und die Chance zu haben, sein Land zu repräsentieren und für Medaillen zu kämpfen, ist immer ein ganz besonderes Jahr und die besonderste Veranstaltung, die wir haben. Im Tischtennis neben das gleiche Gefühl haben sicherlich viele Sportler. Patrick kriegt die nächste Frage. Lars hat es gerade schon anklingen lassen, ihr hetzt von Termin zu Termin bei dir, Champions League, TTBL, WTT-Turniere. Wie schaffst du es persönlich, dich auf so ein Highlight wie die WM vorzubereiten und vor allem die Frische im Kopf zu bekommen? Ja, klar spielen wir alle aktuell sehr, sehr viel und reisen auch sehr viel, aber es war schon jetzt auch nochmal wichtig, 2 Wochen hier zu haben, um da echt sich so ein bisschen in der Halle einzuschließen, sehr, sehr viel zu trainieren. Wie Dang auch schon gesagt hat, man kriegt durch die Wettkämpfe eben auch viel Rückmeldung und merkt auch, was gut lief, was auch noch nicht so gut läuft. Und da hilft es schon, wenn man mal 2 Wochen hat, wo man ziemlich in Ruhe trainieren kann, da auch vielleicht mal ein bisschen mehr machen kann als sonst und
rechtzeitig. Die Frische holt man sich dann sowieso vor Ort. Da trainiert man jetzt eh nicht mehr so mega viel. Aber ich denke, dass einfach so Zeiten zwischendurch immer sehr, sehr wichtig sind. Jetzt noch ein bisschen zu WM-Gastgeber Südkoreas. Das ist ja die erste WM für die Südkoreaner. Du hast jetzt beim Star-Contender in Goa hast du gleich zwei Südkoreaner geschlagen. Wie heiß bist du auf die Gastgebermannschaft zu treffen in der Hauptrunde, in irgendeiner möglichen Runde? Oder ist das was, was man lieber vermeidet, dass man die Gastgeber lieber umgeht, weil die so einen Schub kriegen könnten von ihrem Heimturnier? Ja, also ich finde, grundsätzlich spielen die Koreaner in der Breite sehr, sehr stark die letzten Monate. Also sie haben echt sehr, sehr viele Spieler, die gegen sehr, sehr viele Leute auf der Welt gewinnen können an einem guten Tag. Und deshalb, ja, die Koreaner sind einfach physisch sehr, sehr stark, bewegen sich unfassbar schnell und sind auch monsterheiß. Also in Indien habe ich ja auch gegen ein paar gespielt, mit Dange auch im Doppel. Auch sehr lautstark an, deshalb die als Mannschaft ja, am besten so spät wie möglich gegen die Koreaner spielen. Aber wir haben auch keine Angst vor denen natürlich. Die nächste Frage geht an Benne. Ich habe mal geguckt, wo man Benedikt Duda mit der Mannschaft hinschickt, kommt er immer mit einer Medaille nach Hause. Zweimal EM-Gold, einmal EM-Silber. Bei der WM gab es einmal Silber, das war eben vor 2 Jahren besagte WM in Chengdu. Was bringt ihr diesmal von der WM mit, wenn diese Rechnung, die Duda-Rechnung, wieder aufgeht? Ja, das sieht erstmal nach einem guten Omen aus. Natürlich ist das Ziel die Medaille wieder und natürlich, ja, dann, wenn wir im Halbfinale stehen, den nächsten Schritt ins Finale zu machen. Spielt jetzt die letzten Monate und wir müssen uns eigentlich vor keinem verstecken. In Chengdu, Dang hat es vorhin erwähnt, warst du mit ihm zusammen in der Führungsriege. Jetzt seid ihr wieder Stars auf Augenhöhe, 5 auf Augenhöhe. Wie gehst du mit so verändernden Rollenbildern in der Mannschaft um? Eigentlich ganz entspannt. Also die Trainer, die können aus dem Vollen schöpfen. Die werden ihre Gründe haben, wen sie aufstellen. Und haben auch wahrscheinlich komplettes Vertrauen in alle 5 Spieler. Also die können aufstellen, wie sie möchten, weil alle Spiele abliefern werden und ja, jeder wird seine Position haben in der Mannschaft und wird dann eben von der Bank oder am Tisch das Beste geben. Timo, du hast beim WTT Contender Doha mit deinem Titelgewinn ein wirklich beeindruckendes Comeback gefeiert. Trotzdem brauchst du jedes Spiel, um dich auch Richtung Olympia in Paris zu empfehlen und dann in der Weltrangliste weiter nach vorne zu kommen. Das nach Jahrzehnten, kann man ja sagen, als unangefochtener Leitwolf, ist eine ganz andere Situation. Was macht das mit dir emotional zum Beispiel? Och, da habe ich mich schon lange mit arrangiert. ja, ich bin froh, dass ich so gute Jungs im Team habe, dass ich nicht mehr immer die erste Geige spielen muss. Und ich will natürlich trotzdem meinen Beitrag zum Erfolg hoffentlich mit beitragen. Die letzten Monate waren natürlich so ein bisschen ein zähes Geschäft. Ab und zu mal mit guten Leistungen, aber mit vielen Durchwachsenen. Und ja, ich hoffe, dass das so ein bisschen der Knoten jetzt geplatzt ist. Zumindest fühle ich mich auf jeden Fall wesentlich besser, wieder in besserer Form. Spüre den Ball einfach ein bisschen besser wieder. Und ja, falls ich nicht spiele, mache ich zumindest gute Stimmung im Team. Das wäre die nächste Frage gewesen. Was sind deine Ziele neben der guten Stimmung im Team? Ja, ich glaube, keiner von uns wär happy, wenn wir jetzt nicht ins Finale kommen. Ich glaube, jede Niederlage, außer gegen die Chinesen vielleicht, wird uns jetzt nicht gerade glücklich machen. Und von daher ist, glaube ich, unser Ziel schon, auch wieder das Finale zu erreichen. Nach der Eröffnung jetzt Ihre Fragen, bitte. Sebastian Stiekel, Deutsche Presseagentur. Ja, Herr Roskopf, direkt daran anschließend an die Aussage von Timo Boll. Zwei Fragen. Also A, wissen Sie, in welcher Besetzung die, also Sie werden es wahrscheinlich wissen, aber ich weiß nicht, in welcher Besetzung die Chinesen spielen werden bei dieser WM? Die haben ja die gleichen Überlegungen sicherlich in einem Olympiajahr. Und dann, ich
Das klang ja eben schon durch bei Timo. Es gibt sicherlich keine größere Challenge im Weltsport, als sie zu schlagen. Wenn man auf diese Statistik da guckt, da stehen 5 Niederlagen, WM-Final-Niederlagen seit 2010. Wie groß ist da so ein Antrieb für jeden Leistungssportler, dann zu sagen, also einmal werde ich es denen zeigen und einmal wollen wir es wenigstens schaffen, gerade für diese Generation? Ja, der Antrieb ist sehr groß, sonst würden die Spieler und wir beim Verband nicht diese Anstrengung unternehmen, täglich im Training zu sein und alles zu unternehmen, um so eine Nation zu schlagen. Und es gibt im Sport genug solcher Beispiele, wo dann der Underdog oder der schon oft verloren hat, dann doch irgendwann mal bereit war, das Spiel dann auch zu gewinnen. Und das ist unsere Aufgabe, bereit zu sein, dann, wenn wir unsere Chance haben, jedes Mal das Maximum versuchen abzurufen. Ich mache mir aktuell keine Gedanken über dieses Spiel, sondern mehr, wie wir das erste Spiel gegen Amerika angehen. Und das sind erstmal die Überlegungen, die wir im Trainerteam haben. Aber ganz klar werden wir bereit sein, wenn irgendwo wir dann wieder so weit sind, dass wir gegen die beste Nation der Welt spielen. Und hoffentlich sind sie nach dem Spiel dann nicht mehr die beste Nation der Welt. Uli Hartmann, Süddeutsche Zeitung. Eine Frage an den Dima. Ich bin so ein bisschen am Rätseln, wie das in der Weltspitze bei der WM wohl aussieht. Also über die Rolle der Chinesen müssen wir uns nicht unterhalten. Die Südkoreaner sind monsterheiß. Den Eindruck hatte ich zuletzt auch. Die Chinesen vielleicht im einen oder anderen Fall ein bisschen angreifbar. Ihr seid sehr gut besetzt. Dann spielen noch Japan, Frankreich und Schweden eine Rolle. Kannst du da irgendwie so ein bisschen Ordnung, also aus deiner Sicht natürlich, reinbringen? Glaubst du, die Chinesen werden dann bei der WM doch wieder ein ganzes Stück souveräner sein? Glaubst du, dass Südkorea vor heimischem Publikum vielleicht die Sensation schaffen kann? Wie schätzt du das Ranking in der Weltspitze zurzeit ein? Danke. Also ich muss sagen, es ist extrem breit geworden, ja. So wie du auch schon gesagt hast. Bei vielen Weltmeisterschaften, wo ich mitgespielt habe, hatten wir im Viertelfinale einen Gegner gehabt, wo wir gut gespielt haben, den wir aber auch dominiert haben. Und im Halbfinale war da meistens, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen wie entweder Japan oder Korea, so war meistens der Weg. Mittlerweile ist es wirklich so, dass Frankreich mit Felix einen absoluten Ausnahmespieler hat und auch mit seinem Bruder Alexis und Gusy, der jahrelang der Einser war, jetzt der Dreier ist, ein sehr starkes Team haben. Die Schweden haben 3 sehr starke Spieler, denke ich auch mit Ruhls, der da vorangeht. Taiwan, Lin Junju, ist auch ein Mann, der, wie man in Frankfurt gesehen hat, am guten Tag jeden schlagen kann. Und neben ihm steht Chuang und ein Kao, der mittlerweile auch viele Top-Leute geschlagen hat. Und dann wie Patrick gesagt hat, Korea zu Hause, 3 Top-Leute, wir natürlich und China. Der ein oder andere Spieler aus China hat bei der hohen Belastung, bei den vielen Reisen, die wir haben, auch mehr Spiele verloren als in der Vergangenheit. Das ist einfach dem geschuldet, da der Kalender einfach brutal hart ist. Aber die Chinesen schätze ich schon so ein, dass sie bei einer Mannschafts-WM sich da schon sehr zusammenreißen und da weniger Fehler zulassen, wie jetzt beim Star-Contender irgendwo. Deswegen ein konkretes Ranking dazu geben, so vor allem so wie es früher war, so Deutschland, Japan, Korea, das gibt es so nicht mehr. Ich glaube, es gibt 9 Mannschaften, die echt gefährlich sind. Und ich glaube, es können viele Überraschungen passieren. Und ich weiß auch wirklich nicht, wer da wirklich stärker ist. Frankreich oder Japan oder Korea oder Taiwan. Gefühlt sind das alles 50-50-Spiele. Ja. Dietmar Kramer, Sportinformationsdienst. Ja, ich komme nochmal zu den Olympia-Marginalien, Ritchie. Unser Smalltalk hat da, finde ich, ganz ausgereicht. Egal in welcher anderen kontinentalen Zusammensetzung Viertelfinale besetzt ist oder
geht es auch eventuell auch tiefer, wenn da nur Asiaten sind und ihr seid im Achtelfinale einer von Europäern? Oder gibt es danach nochmal eine Möglichkeit? Ja, also ist tatsächlich so, dass es zunächst mal die Kontinentalquali gibt. Die hat bei den Damen Deutschland, bei den Herren Schweden und in Asien hat es zum Beispiel China. So, jetzt ist der nächste Schritt für die Olympiaquali, dass alle Mannschaften, die im Viertelfinale sind, einen Platz haben. Haben die Mannschaften, die im Viertelfinale sind, sich bereits anderweitig einen Platz erspielt? Also sollte China ins Viertelfinale kommen, dann ist der Platz übrig, weil die schon über die Kontinentalquote qualifiziert sind. Und dann geht der Platz in die Weltrangliste Team. Die Teams-Weltrangliste ist im Augenblick so strukturiert, dass es auf jeden Fall einen Platz über die Teams-Weltrangliste geben wird. Wenn jetzt China mindestens ins Viertelfinale kommt, werden aus dem einen zwei Plätze. Und das Gleiche könnte theoretisch jetzt sein, wenn Schweden ins Viertelfinale kommt, weil als Europameister sind sie schon qualifiziert, dann wird aus den zwei Plätzen drei Plätzen. Und so kann es theoretisch auch noch ein bisschen weiter gehen. Deswegen sind die Grundvoraussetzungen für uns mit einem Sicherheitsgurt versehen. Danke. Das war schön gesagt. Florian Richter, FAZ. Ja, ich hätte auch eine Frage an Jörg Roskopf. Ist es eigentlich jetzt bei so einer Mannschafts-WM noch schwieriger, China zu schlagen, weil man eben ein gesamtes Team schlagen muss und nicht nur, sag ich mal, einen Spieler mal an einem guten Tag vielleicht schlagen muss und auch eben eine gesamte Mannschaft, ein gesamtes chinesisches Team schlagen muss? Ja, definitiv ist es immer ein bisschen schwieriger, eine Mannschaft zu schlagen, wenn eine Mannschaft aus den Top-Spielern besteht, die dann die Nummer 1, 2, 3 der Welt ist. Aber muss einfach auch diese Herausforderung dann annehmen. Es ist ein langer Weg bis dorthin. Wir müssen erstmal dorthin kommen. Chinesen stehen ja des Öfteren schon da vorne dabei und wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Dann werden wir auch unsere Chance bekommen. Aber bis dahin, ja, es ist ein langer Weg. Keine Überlegung bis dorthin erstmal, sondern tatsächlich erstmal die Gruppe zu überstehen. Dort alles mit dem Selbstvertrauen auch dann angehen, mit dem Selbstverständnis, dass wir die zweitbeste Nation sind, um dass wir dann in die K.O.-Spiele reinkommen und dann können auch schon im Achtelfinale eine Mannschaft wie Taiwan zum Beispiel warten und dann ist man direkt schon gefragt, auf 100% zu gehen. Und deswegen sind die Gruppenspiele wichtig, dass man dort sich die Form holt. So wie die Spieler schon auch gesagt haben. Im Training sieht das immer alles ganz gut aus, aber es sieht sehr wahrscheinlich bei gefühlt, ich glaube, 48 Nationen spielen mit, bei denen sitzt oder 40 sitzt allen gut aus und die denken alle, sie wären in der guten Form. Am Ende zählt das, was dann bei der WM in Südkorea passiert. Man hat ja viel über die Geschichte auch von den Südkoreanern an dem Tischtennis dann auch gehört, im eigenen Land haben sie immer gut gespielt. Ich habe das 88 erleben dürfen bei Olympia. Im Finale von zwei Südkoreanern war schon herausragend. Und deswegen, es gibt viele gute Nationen und wir sollten das wirklich vermeiden, zu viel an China zu denken, sondern wir sollten wirklich erstmal Amerika, und dann kommen die nächsten Spiele und dann kriegen wir unsere Auslosung und dann geht es weiter. Aber ganz klar, mit der Mannschaft, die wir haben, wollen wir das Maximum erreichen. Das haben wir alle jetzt schon gesagt. Aber China als Mannschaft ist stark, aber nicht unschlagbar. Gibt es weitere Fragen? Peter Heckert, der Physiotherapeut. Weiß auch Bescheid. Ja, dann vielen Dank für diese Runde. Dann gehen wir jetzt in die Einzelgespräche.